Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lettland, ELKL, ist offiziell aus der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa ausgetreten. Damit setzt sie einen 3 Jahre alten Beschluss ihrer Synode um. Auslöser dafür war die Debatte um die Frauenordination, die Synode im Jahr 2016 abgeschafft hatte. Laut Erzbischof Janis Vanax widersprach diese Entscheidung einer Erklärung der Europäischen Kirchengemeinschaft. Gegenüber IDEA betonte er, dass es unmöglich gewesen sei, die Synode zu einer Rücknahme des Beschlusses zu bewegen. Beide Seiten bedauern den Austritt. Auch in diesem Jahr werden tausende Menschen auf die Straße gehen, um gemeinsam für das Lebensrecht aller Menschen einzutreten. Dafür wird der Marsch für das Leben am 21. September in Berlin und Köln zum Treffpunkt für Lebensschützer aus ganz Deutschland. Zuletzt erklärte der apostolische Botschafter in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterowitsch, seine Unterstützung. Im Namen vom Papst Franziskus dankte er für das unermüdliche Engagement so vieler, gerade für jene, die noch keine Stimme haben oder keine Stimme mehr erheben können, weil sie zu schwach geworden seien. Veranstaltet wird der Marsch für das Leben vom Bundesverband Lebensrecht. Deren Vorsitzende Alexandra Maria Linder unterstreicht die Bedeutung der Aktion. Wir freuen uns, wenn ganz viele Menschen kommen, um der Politik zu zeigen, wie wichtig das Lebensrecht der Bevölkerung in unserem Land ist und um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wichtig es ist, für jedes Leben weltweit von der Zeugung bis zum Tod einzustehen. Im vergangenen Jahr hatte der Marsch neben dem bis dato alleinigen Austragungsort Berlin erstmals auch in Köln stattgefunden. Insgesamt nahmen in beiden Städten rund 10.000 Menschen an den Märschen teil. Einen erneut regen Zulauf erhofft sich Alexandra Maria Linder auch für die diesjährige Auflage. Es ist einfach schön, wenn man sich dann einmal im Jahr auch in der Öffentlichkeit trifft. Nicht nur als Demonstration, sondern auch fast wie so eine Art Familientreffen zur gegenseitigen Bestärkung, zum Kontakteknüpfen und um die Arbeit auszuweiten und noch mehr Menschen dazu zu bewegen, nicht nur daran zu denken, nicht nur dafür einzustehen, sondern auch öffentlich dafür einzustehen und vielleicht das ganze Jahr mit uns mitzuarbeiten. Also herzliche Einladung am 21. September 2024 ab 13 Uhr in Berlin und in Köln und wer weiß wo noch. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.